Ein Stück Vietnam mitten in Brandenburg. Vollmondfest in Wittenberge. Im Hinterhof tanzen die Kinder den Bambustanz. Das Fest soll ihren Lerneifer fördern. Die besten Schüler werden heute prämiert. Gemeinsam mit anderen Eltern hat Anna Do das Fest organisiert. Für gute Noten gibt es Süßigkeiten, Geldgeschenke und eine Urkunde. Die Vietnamesin hat selbst 4 Kinder. In ihrer Heimat sagt man, nur Bildung führt weg vom Reisfeld. Kinder muss schlau sein, gut Schule für ganze Leben, für nachher. Chung ist der Älteste hier. Der 17-Jährige hat nur 1 und 2 im Zeugnis. Seine Eltern bekommen Hartz IV, er den ersten Preis. Die Anerkennung in der vietnamesischen Gemeinschaft tut ihm gut. Weil meine Arbeit gewürdigt wurde dadurch und ich weiß, dass sie mich nicht vergessen haben. Nach der Preisverleihung zeigt uns Chung Wittenberge. Die jungen Vietnamesen, sie sind die Aufsteiger im deutschen Osten. 3 von 4 schaffen es aufs Gymnasium. Und das, obwohl die Eltern oft arbeitslos sind und kaum Deutsch sprechen. Chung hat große Pläne. Ich möchte gern wegziehen. Ja? Ja, nach Abitur. Weil hier ist nichts los und hier kriegt man auch sehr, sehr schwierig Jobs. Kann man ja alles schaffen mit einem guten Abschluss. Doch ein guter Abschluss allein, das reicht ihm nicht. Ich werde jetzt nochmal zum vietnamesischen Unterricht gehen, erfahren, um dort noch meine Vietnamesisch aufzufrischen. Chungs Eltern, sie kamen noch als sogenannte Vertragsarbeiter in die DDR, wurden als billige Arbeitskräfte gebraucht. Ihr Sohn will nun Kapital daraus schlagen, dass er in 2 Kulturen zu Hause ist. Mit dem Betrieb spiele ich schon ein bisschen, ja. Wenn ich mit dem Studium vielleicht fertig bin und dann in Vietnam vielleicht eine kleine Firma aufbauen und dann mit Deutschland kooperieren. So. Das wäre dein Traum? Ja. Schulschluss in der 10B am Humboldt-Gymnasium Potsdam. Für die meisten heißt das schnell nach Hause, nur nicht für Sung und ihre Freundinnen. Wir gehen jetzt in die Aula. Die Mädchen wollen noch gemeinsam lernen. Wir wollen Aufgaben machen, die wir von den Lehrern bekommen haben. Die 15-Jährige ist Klassenbeste. Fleißig, ehrgeizig, diszipliniert und dennoch beliebt bei ihren Mitschülern. Wir gehen ja noch, wir haben ja noch. Ne? Ja. Der nächste Deutschtest steht zwar erst in ein paar Wochen an, trotzdem lernen sie schon heute. Sung zieht die anderen mit, spornt sie an. Wenn wir zum Beispiel Gruppenarbeit oder sowas haben, ist sie immer eine der führenden Personen in der Gruppe und ist nicht eine derjenigen, die halt nur da sitzen und sich auf den Rest der Gruppe verlassen. Die Töchter und Söhne der vietnamesischen Vertragsarbeiter. In den Schulen sind sie weitaus erfolgreicher als andere Einwandererkinder. Auch die meisten deutschen Mitschüler lassen sie weit hinter sich. Sung meint, die Deutschen könnten sich manchmal etwas mehr anstrengen. Manchmal liegt es auch halt daran, dass sie so faul sind. Wenn die Noten mal schlecht sind, seien nicht die Lehrer schuld, dann müsse man eben mehr lernen. Eigenverantwortung und Leistungswille, damit machen die jungen Vietnamesen ihren Weg. Beste Chancen für den sozialen Aufstieg. Also, ich gehe jetzt zu dem Imbissstand von meiner Mama. Ihre Eltern kamen erst in den Wendejahren hierher, erzählt uns Sung. Fremdenhass, ausländerfeindliche Anschläge, die Vietnamesen hatten es damals nicht leicht. Sie lebten isoliert, hatten kaum Kontakt zu Deutschen. Und sie sprechen halt auch wenig Deutsch. Mit ihrer Mutter spricht Sung deshalb nur Vietnamesisch. Auch der Vater betreibt einen Imbissstand. Die 5-köpfige Familie lebt in einer kleinen Plattenbauwohnung. Jeder Cent wird in die Bildung der Kinder gesteckt, inklusive Klavierunterricht. Wir fragen die Mutter, wie sie sich zurechtfand in Deutschland. Sung übersetzt. Der Anfang war schwer, so ganz ohne Familie und ohne Deutschkenntnisse. Es war ein harter Weg bis zum heutigen Tag. Das ist der Generationenvertrag auf Vietnamesisch. Eltern schuften, Kinder lernen. Zurück nach Wittenberge, zu Hause bei Anna Do und ihren Kindern. Vor 22 Jahren kam sie in die damalige DDR, klebte Sohlen in einer Schuhfabrik. Nach der Wende ging die Fabrik pleite, Anna Do machte sich selbstständig. Jeden Abend nach der Arbeit kontrolliert sie die Hausaufgaben, fragt nach den Schulnoten. Eine 2, eine 3,
Die Mutter akzeptiert nur gute Noten. Mit einer 3 ist sie nicht zufrieden. Nicht 3. Also nicht 3, nicht so gut, Hongjung. Die 12-jährige Hongjung möchte die Erwartungen ihrer Mutter erfüllen. Nicht immer einfach. Ich bin nicht zu schlecht und auch nicht gut. Ganz normal. Und wie findet deine Mutter das, dass du so mittel bist? Also nicht so gut, weil sie möchte lieber, dass ich gute Zensuren habe und gut bin, ganz gut in der Schule. Ja, Mama liebt dir, ne? Immerhin, aufs Gymnasium hat es Hongjung geschafft. Alles andere wäre eine Schande, meint Anna Do. Anna und ihr Mann betreiben neben ihrem Restaurant auch einen kleinen Laden. Am Nachmittag klingelt hier die Kasse. Das Geschäft ist krisenfest, viele Kunden leben von Hartz IV. Gelegentlich schaut auch Gabi Hoffmeister vorbei. Die Lehrerin hat Annas Kinder an der Grundschule unterrichtet. Das ist genug. Ganz schön groß. Ja. Die Pädagogin weiß, entscheidend für den Schulerfolg ist die Förderung im Elternhaus. Allen 4 Kindern der Familie Do gab sie eine Empfehlung fürs Gymnasium. Ja, weil sie so Eltern haben, die drauf achten. Also die haben eine ganz tolle Mutti, die hat ganz toll aufgepasst. Das, ne, haben wir alles schön geschafft. Und dann Schwierigkeiten waren wirklich auch ein bisschen Druck. Ist ja auch manchmal gut. Ja. Auch wenn sie noch so viel um die Ohren hat, jeden Abend nimmt sich Anna Zeit für ein buddhistisches Ritual. Eine Kerze für den Porzellankaiser. Wer emsig ist, dem schenkt er Glück. Wenn Kinder so dumm kann ich machen, ne? Dann ich wünsche jeden Tag meine Kinder gut in Schule gehen und fleißig und schön üben und schlau genug für Hausaufgaben machen und Unterricht machen. Da fange ich bitte immer, jeden Tag. Tee, Kekse und Gebete für gute Noten und dafür, dass es ihre Kinder einmal besser haben.